anschauen. Ups. Ich sehe dich nicht mehr online. Oh, bei mir bist du nicht online. Arianos. Was war das? 86? Herfeldhaus. Hä? Herfeldhaus. Ach, stimmt. So, dann zeig mir das mal. Zeig mir mal die 1. Dass ich erstmal sehe, wo ist hier der Anfang. Also, hier. Fangen wir damit an. Das sind. Okay, die. Das ist ja hier, ne? Gelb und blau. Da geht die 1 raus. Ah, du kannst. Ah, warte mal. Guck mal bitte kurz, dass ich das Rohrsystem mal sehe. Bei der 1 nur. Oben und unten. Wenn du blau machst, wo geht das hin? In so ein Fass oder was ist das da? Unten. Und da kannst du aber was drinstecken oder was? Mhm. So ein Rohr wie Icke, okay. Und das geht dann wohin? 2 Drehding, 3 hier rein, die 3 und 4. Also hast du die Verbindung zwischen 3 und 4, richtig? Ja. Okay, dann zeig mir nochmal das mit der 4 da genauer. Die sind jetzt verbunden. Na, warte, ich will es erstmal nur sehen. Okay, zeig mir mal weiter die 4 bis 7 da, in groß alles. 5. Also ein bisschen weiter wegstellen. Ach so. Ah, 5 hast du ja 2 Verbindungen, also da hast du ja... Nein, warte, 5. Da ist die 4, da ist die 5, ja, bleib mal stehen, also du sagst in groß her. Ja, 5. 6 und 7 sind aber zusammen, wa? Und wo geht es dann hin? Druckanzeige, Fässer. Aha. Füllstandsanzeige. Aha. So, gib mir mal Rot von der 1. Ja. Da kommt gerade von dir aber noch Gelb. Ja, jetzt ist es orange, ne? Ja. So. Wenn ich das hier rüber mache, dann ist orange, macht sich nix. Und der hier oben ist so, da fehlt halt noch was. Aber das ist ja im grünen Bereich, eigentlich ist das ja ganz gut. Verstehe ich ja zum Beispiel nicht. Das heißt nicht fehlen, das heißt eigentlich vernünftig Druck. Ja, keine Ahnung. Okay, können wir das Spielchen mal mit Blau machen, wenn du da einfach mal kannst Blau du, losschickst? Kannst du 6 und 7 mal auf 5 leiten oder so? Oder kannst du Rot 6 auf... Und 6 und 7 könnte ich jetzt Orange auf 4 und 5 machen. Kannst du nochmal Rot geben? Worauf? Also auf 2 oder 3 Gänge nur. Naja. Nimm mal auf 3. Ja, warte. Mach mal dein Gelb weg. Warum? Na, ansonsten kommt's Orange. Ja, das soll ja. Achso, du möchtest das Orange haben. Okay, warte. Dann. Zack. Zack. Orange auf 3. Zack. Ja. Achso, jetzt habe ich den da. Verstehe ich halt nicht. So,
So, das wird halt nicht mehr. Ja. Mehr hast du nicht? Nur unten, also dein Rohrkeller da, mehr hast du nicht? Nee. Dann geh mal zurück, sozusagen, wo du herkommst. Vielleicht nicht so schnell. Gott, wieso ist denn bei mir dann so arsch viel? Ich hab keine Ahnung. Wenn du da durchguckst, was sieht man da? Wie es oben verläuft oder was? Naja, auch nix. Nix Richtiges. Ja, nicht so viel. Also bei mir ist zum Beispiel im ersten Raum was gewesen, da konnte ich mich dann unten wieder unter irgendwas durchschlupfen. Dann war da schon mehr zu machen. Da kommt dann nämlich erst hier mein Kellersystem. Oh ne, ist bei dir nicht, ich sehe schon. Du hast gelb und blau, ne? Mhm. Ja. Warte mal ganz kurz, ich geh mal bei mir was anders. Ich möchte jetzt nämlich mal. Habe ich auf alles orange. Alle drei Dinger bei mir sind jetzt orange. 1, 2, 3. Okay. Bringt dir das dann irgendwie was, wenn du jetzt nochmal durchleitest, dass sich dabei orange irgendwie was tut? Ah ne, ist übrigens rot, hab Mist erzählt. Nee, müsstest nee, du einfach gelb oder gelb. Das ist alles richtig, ich habe gerade gelb weggemacht. Also wenn du zwei wegnehmen könntest, ne? Ne, warte mal. Die Zahl 2 oder Fahrzeug 2 wegnehmen? Warte mal. Worüber kommt, kriegt er denn jetzt bitte Saft? Kannst du die Zahl 2 wegnehmen? Die Zahl 2 wegnehmen, warte. Ja. Jetzt. Guck mal, jetzt ist der hier ein weniger Gas als vorhin. Da oben. Warte mal, lass mal so. Wir mal sehen, dass das jetzt.
Ah, wenn ich die zwei so bestücke, hat das total Druckverlust. Jetzt muss er wieder hochrattern. Ja. Mhm. Ja, check ich nicht. Warte mal, ich mach mal noch weiter hier. Versuch mal. Ich könnte dir jetzt auch noch. Mach jetzt einfach mal. Mach mal kurz nix. Ich will mal hier die 6 und 7 noch irgendwie. Ah ne, da kommt's ja her. Jetzt ist bei mir alles aus. Okay. 4 also und 7 ist alles aus. Kann ich nix machen. Die 6 und 7, irgendwas speisen die auf jeden Fall ein. Also ich kann da nichts einspeisen, bei mir ist jetzt 4 bis 7 komplett leer. Gib mir nochmal Orange auf 6 und 7. Dann gebe ich es dir auf 4 und 5, was auch immer das bringen mag. Ich mach das Ding jetzt hier rein, so. Irgendwo muss noch was Offenes sein. Guck mal bei dir, ist da irgendwo irgendein Loch oder so? 6 und 7, warte. Strömt da irgendwo irgendwas raus? Ich versuch mal hier andersrum, warte. Zack. Zack, jetzt. Oh, perfekt. Was hast du gemacht? Ich hab hier nochmal was getauscht. Ja, das, so, war perfekt. Was ist, wenn ich das jetzt wegnehme? Dann passiert was? Nix. Genau so. Geht das Ding dann leer? Nein, jetzt ist es voll. Also genau. Machen wir jetzt einfach, oder ist unsere Mission, alles voll zu machen jetzt? Erik, das war die Lösung, Mann. Das hättest du die ganze Zeit tun sollen. Ja, ich wusste ja, nachdem ich mal wusste, was bei dir los ist. Mann, Erik. Also machen wir jetzt denselben Scheiß mit Blau. Ich mach jetzt bei mir Rot aus. Zack. Nee, lass mal Rot auf. Hä, wir brauchen doch gar kein Rot mehr. Zeig doch mal die Farben bitte. Wir brauchen jetzt noch Grün. Ja, genau, wir brauchen Grün. Achso, du willst jetzt erstmal Grün machen. Aber Grün ist doch Blau und Gelb. Das hast doch du beides. Für Lila brauchen wir Blau und Rot. Entschuldigung. Ist das Lila an einem Fass? Ja. Yep. Ach so. Tatsache, ja. Okay. Der Stream sieht aus wie Blau. Ich hab jetzt hier Lila. Jetzt ist alles Lila. Achso, warte. Ich habe jetzt hier wieder übrigens missgebaut. Warte mal. Zack. Machen wir jetzt nochmal. Aber hier strömt jetzt irgendwie. Bei mir kommt irgendwie bei der 2 jetzt was rausgeströmt. Warte mal ganz kurz. Kannst du die 4 irgendwie zumachen? Ne, ich kann nur 4 und 5 gleichzeitig wegnehmen. Ja, mach mal. Dann fällt halt alles weg, ne? Also ist bei mir 4, 5, 6, 7. Habe ich jetzt nichts drin. Oh, Kacke, da oben die 1 auch. Unser Ziel ist es doch jetzt nur, einmal lila zu machen, oder? Sehe ich das jetzt gerade verkehrt? Und das bedeutet, wir dürfen einfach keinen Druckverlust haben. 4 und 5, sind die irgendwie verbunden? Die sind komplett das gleiche, ja. Kannst du die da mal trennen? Da kommt ein Rohr hin.
Kannst du die trennen? Die sind getrennt, also da kommt von mir eigentlich gerade gar nichts. Aber warum ist denn eins an? Eins ist an, weil ich mein Rot anhab. Ach ja. Und da habe ich ja mein Kreuz drin, damit ich's auf. Kannst du dein Rot drei mal auf, kannst du dein Rot mal auf 2 stellen? Mein Rot auf 2, warte. Oh, das ist natürlich viel einfacher. Warum kommt denn das jetzt? Kannst du eins mal ausmachen, bitte? Eins mal aus? Ja. Und 3 auch. Alles aus. Nee, 2 soll rot bleiben. Achso, warte. Also, 2 wird jetzt gleich rot, wenn ich das hier Du musst mal die... Also bei mir kommt bei der 2 noch blau an, ist das richtig? Ja, mach da mal rot. Jetzt habe ich hier noch so einen bescheuerten Druckverlust, warte mal. Ja, irgendwo ist da was falsch bei dir. Jetzt? Ah, dann kommt's bei der 1 trotzdem jetzt noch an. Nee, das darf nicht bei der 1 ankommen. Warte. Muss ich hier das T-Stück wieder wegnehmen? Ja. Zack, zack. So, es kommt jetzt nur bei der 2 an. Nee, irgendwo muss noch ein Loch sein. Ja, hier zwischen 6 und 7. Soll das irgendwo hingehen auf die 4 bis 5 oder? Nein, kannst du verbinden. Ist verbunden. Perfekt. Okay. Und jetzt nochmal dasselbe mit Grün. In Grün, verstehst du selber in Grün. Alex! Alex! Jetzt wird dir nach. Mach mal Rot weg. Rot weg. Okay. Jetzt habe ich hier halt ein. Ja, hier kommt halt irgendwas von dir an, ne? Mhm. Nehme mal alles raus und muss dann hier Lex wieder stopfen, ansonsten sehe ich nicht, wo sie herkommen. Ist doch gar nicht so schwer. Also ich kriege Grün von 1 und 2 und 6 und 7. Mhm. Soll ich jetzt einfach nur stopfen oder? Ja, alles stopfen. Hier ist eine fleischfressende Pflanze. Eine Audrey 2. Was? Ich weiß noch nicht mal, wo es hier. Ich glaube, ich muss im selben Raum bleiben, by the way. Hurra. Ich habe. Ach ja, das ist dann jetzt mein oberer Raum hier mit den komischen Pflanzensamen. Ich sehe schon. Da habe ich Rezepte für. Ich habe eine Schaufel. Da sind doch, wir haben halt Sachen zum Nehmen. Ach cool, die kannst du zu mir schicken, warte. Das kommt bei mir, glaube ich, an. Genau. Cool. Also. Alex, du hast da diese, genau, was du da gerade angeguckt hast, so eine Säcke, die kannst du auch alle nehmen, ne? Nimm die mal schön. Dass du von jedem Sack auf jeden Fall das hast. Und dann gibt es auch anscheinend. Dann kommen Becher und sowas. Okay, warte mal. Ach, du sollst hier die Pflanze killen, kann das sein? Mhm. Zeig mal nochmal das Bild mit der Pflanze. Ich muss rot
Rot, Blau und Grün. Muss ich ja, herstellen. Ja, ist das ein... Also ich kann dir einen Becher bauen, das kann ich dir sagen. Ich kann mir hier an den Fässern irgendwas abzapfen. Wahrscheinlich. Ich kriege immer nur dieselbe Flüssigkeit raus. Warte mal. Zack. Ja, hier hoch. Ja, wo machst du gerade hin? Hier kann ich runter klettern. Da ist ein Rad. Pass mal auf, ich schick dir mal den Wagen zurück. Ich hab dir da jetzt so eine Becherchen aufgepackt. Davon kann ich dir endlos viel schicken, wenn du willst. Kannst du mal gleich zurückschicken schon mal. Jetzt brauche ich, glaube ich, die Rezepte. Okay, warte. Nee, warte, dann noch nicht. Bei mir steht, dass du diese Flüssigkeit, die du gerade von mir bekommen hast, zusammen mit dieser blauen Saat dann halt eine blaue Saat ergibt. Du hast dann dieses, genau, dieses, dieser Halbmond mit dem blauen Kristall da drin oder grau, wie sick, was das ist. Da, das Ding. Nee. Gehst du wieder bis zum Ende. Das, warte. Du hast da dieses, so, wo ein Halbmond ist. Warte mal, Alex. Oder hast du jetzt gerade einen Plan? Ja, ich glaube. Also du müsstest eigentlich diese andere Rezeptur nehmen. Die sehe ich hier gerade, die passt genau mit den Getränkedingern hin, die ich dir auch gerade geschickt habe. Ja, warte mal. Soll ich hier was gucken? Mir fehlt irgendein Rezept. Irgendein Samen fehlt mir. Da lag gerade eins auf dem Tisch, hast du es gesehen? Ja, das habe ich schon. Also in dem Ding drinne, da. Ja. Nimm mal bitte eine andere Saat. Ja, ja. Bau mal kurz eine Saat. Warte, lass mich mal. Ich brauche das Ding hier oben, dieses Gelbe. Ja. Habe ich auch noch nicht bei dir gesehen irgendwo. Also ich habe hier sowas gar nicht, kann ich dir schon mal sagen. Aber vielleicht ist es ja auch das Gelbe, was ich hier einfülle. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Du müsstest ditte, was du jetzt in der Hand hältst, zusammen mit diesen. Ah, da kommen die Farben, siehst du. Ich kann ja auch mischen, glaube ich. Ich glaube, ich habe hier eine Mischanlage oder irgendwas. Ah. Kannst du hier, mir mal zwei verschiedene... Schick wieder zurück. Du musst mir mal dann auch gleich zwei verschiedene Farben mal irgendwie schicken. Das wäre ganz cool. Wo wir wissen, da wird eine Farbe draus, die wir kennen. Ich schick's dir gerade. Fressende Pflanze, Alter. Kannst du das irgendwo einspeisen, dass das bei mir hier rauskommt? Dass das rauskommt? Ja, hier aus der Sprinkleranlage. Kannst du gerne mal probieren. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier habe ich irgendeinen komischen Topf. Jetzt warte kommen. Bei mir nicht. Was machst du da gerade? Ach, warte mal, ich höre hier was. Mach mal kurz bitte nix.
Oh, Zahnräder bewegen sich an diesem Ding endlich, okay. Ich weiß noch nicht, was die da machen. Keine Ahnung, aber vielleicht sterbe ich. Wie hast du das denn jetzt überhaupt aktiviert? Ich muss hier runterklettern, dann konnte ich hier unten öffnen drücken. Da hast du dann öffnen gedrückt. Da waren wir doch noch gar nicht, oh Mann. Ich sterbe. Ja, ich kann nichts daran ändern. Doch, musst du. Du musst irgendwie Mond, Planeten bewegen können. Die Planeten bewege. Warum sterb eigentlich immer ich? Was für eine Scheiße. Weil du irgendeinen Scheiß drückst. Los, mach. Das ist auf jeden Fall die gleich stirbt jemand Musik. Ja, ich lasse jetzt nur sterben. Ich habe keine Ahnung, warum du da jetzt gerade die Wege geleitet hast. Stirb mal einfach. Nein, damit. Ich habe es gemacht, damit wir Wasser kriegen. Ist da oben irgendwie Norden oder irgendwas zu sehen? Ja. Guck mal hoch. Ja. Guck mal so, dass Norden noch oben ist. So. Ich hätte hier 5 verschiedene Sachen, das sind bei dir aber 6. Das hilft mir irgendwie nicht. Planet. So, ich bin tot. Du fängst gerade einfach mit irgendwas an, weißt du? Wir sind da noch am Flaschen hin und her schieben. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Kann man sich erstmal auf das eine konzentrieren? Ich hol mir erstmal was zu saufen. Ist das deprimierend? Du musst mal aufhören, so eine Countdowns da irgendwie zu starten. Ja, aber den brauchen wir. Nee, erstmal haben wir doch noch was ganz anderes. Nein, gehabt. Den brauchen wir. Haben. Den müssen wir als erstes machen. Warum müssen wir das zuerst machen? Hier, guck mal.
Ich habe bei mir so Sprinkleranlagen. Die Sprinkleranlagen hängen an einem Schlauch und dieser Schlauch endet in so einem Raketensilo, so einer Pumpe, und die Pumpe endet in so einem Raketensilo und die und der Schlauch für die Pumpe endet in dem Raketensilo und den Raketensilo, den fülle ich mit Wasser. Wegen Sprinkleranlage, genau. Ja, können wir trotzdem erstmal einfach Pflanzen da reinsetzen, bevor wir irgendwie Wasser dazugeben? Wir haben doch nicht mal alle Farben zusammen. Du suchst doch immer noch dein scheiß Gelb. Such doch erstmal dein Gelb. Ich sag dir, komm, sag dir deine fleischfressende Pflanze da zum Beispiel ist gelb. Die sieht nur gefährlich aus, steht hier. Da ist doch was Gelbes drin, guck dir das an. Hab ich schon, gibt's nicht, ist aus. Also müssen wir sie töten. Die machen wir tot. Stand da auf deiner Anleitung, wie wir die töten. Ja, richtig. Ja, und das machen wir wie? Indem wir die richtigen Sachen mischen. Und welche mischen wir dafür zusammen? Da bin ich ja gerade bei. Und dafür brauche ich Wasser. Nee, erstmal machst du die ganzen Farben fertig. Ich hab dir vorhin schon gesagt, wie du das erste da zusammenmischt, aber hat dich nicht interessiert. Welches erste? Mit den Bechern, die ich dir rumgeschickt habe. Mit dem, mit dieser Grundkonzentrat. Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. So, was willst du jetzt? Was soll ich jetzt mischen? Ich dir jetzt erstmal Becherchen. Dafür musst du mir den Wagen schicken. Guck mal, diese Saat auf dem rechten Blatt unten links, das machen wir jetzt als allererstes, das Ding. Was? So, da hast du schon mal drei so eine Dinger. So, was soll ich jetzt mit denen machen? Ich schick dir mal nochmal drei, weil du hast ja da auch sechs Beete, richtig? Ja, was soll ich jetzt mit denen machen? Nimmst du jetzt erstmal gleich? Die färbst du jetzt noch nicht oder irgendwas. Du machst jetzt noch nichts mit den Bechern. Erstmal nimmst du jetzt meine anderen drei. Sprich jetzt mal mit mir. Nimm dir die drei Becher, die ich dir jetzt nochmal geschickt habe, dass du Sechser hast. Was hast du denn vor? Alter. Ich mach grad mein Bier auf, rede mit mir. Ich beweg mich eh nicht. Ja, dann rede ich auch nicht mit dir. Mach doch erstmal fertig, Alter. Bevor ich mir tausendmal wiederhole. Kann man auch als Mann so lange brauchen, um Bier aufzumachen, ey. Richtig traurig. So, rede. So. Jetzt schnappst du dir diese komische grau-blaue Saat und packst sie mit einem Becher zusammen. In einem Beet, ich hab keine Ahnung wo. Nein, nicht alle verfärben. Diese Grund... Ja, die gelbe nimmst du. Die gelbe Flüssigkeit, die ich dir geschickt habe, mit... Ja. Das ist eins sind euch dran, ich seh's nicht. Gelbe Flüssigkeit, und was jetzt? Jetzt die passende Saat, das nicht. Ach, Mann, es gibt doch nicht immer die Saaten, Alex. Welche Saat denn? Wie sieht geh zu deinen Blättern hin, ich hab's dir schon mal dreimal mittlerweile gezeigt, was deine Saat ist. Geh zu den Blättern hin, wo da Sachen draufstehen. Bin ich, sag mir welche. Sag es mir. Drück rauf auf Inspizieren. Hä? Rück auf Inspizieren, dass du... Alter, und jetzt das rechte Blatt, das siehst du. Und da unten links das Ding musst du jetzt pflanzen. Und dafür hast du auch die Saat. Die Saat ist dieses Ding unten links drauf. Nein, nicht alle drei, sondern nur das eine unten links. Und die Saat hattest du vorhin in dem Run auch schon irgendwo her. Das kommt jetzt irgendwo hin, zusammen mit der gelben Flüssigkeit. Er gibt dann eine ausgewachsene, was auch immer das ist. Halt von der Saat. Konntest du das irgendwie reinmischen oder so? Nein.
Kannst du grüne Fässer machen? Also nicht Trinkbecher, sondern Fässer? Ja. Schick mir mal ein Grün. Sprich doch mit mir. Kriegen wir das alles hin? Du hörst ja nicht zu, das ist das Problem. Du machst dann immer und dann kommt ein Countdown und dann machst du gar nichts mehr. Sprechen. So. Zeig mal her, was ich hier machen kann mit dem Shit. Was grün hat? Hab ich. Was war das andere? Ein Krug von mir. Gucken, ob was passiert. Oh, kommt tatsächlich was raus. Ein grüner Becher. So, was kann ich hier noch basteln? Die gelbe Frucht hast du noch nicht, ne? Ne, die ist ja bei der Pflanze drin. Welche gelbe Frucht? Na, die das Monstervieh da noch in sich trägt. Guck mal, ich kann dir jetzt einen grünen Becher schicken. Den wirst du wahrscheinlich dann noch demnächst brauchen. Den schicke ich dir jetzt schon mal. Aber grün habe ich doch schon. Nee, du hast grüne Eimer. Das ist ein grüner Becher. Ah. So. Kann ich das auch mit Lila machen, eventuell? Nö. Okay. Kann ich das mit... Wenn hier machen? Gucken wir mal gleich ein paar mehr, ey. So, ich habe jetzt bei mir alles gepflanzt. Die Pflanzen bräuchten jetzt Wasser. Du hast jetzt alles zusammen, ja? Ich habe alles gepflanzt. Die Pflanzen brauchen jetzt Wasser. Okay. Kannst du mir nochmal deine Farben darüber schicken, die du machen konntest? An deinem komischen Ding da? Genau die Dinger. Meine ich. Eimer? Genau, die Eimer. Sowas schon rot? Ne, rot haben wir doch gar nicht. Ist das rot? Warte mal, ich glaube, ich muss mal bei mir. Hallo Greenwolf. Die digitale Farbanpassung mal ausstellen. Alter. Warum hat man denn sowas an? Freiwillig. Oh, der sieht ohnehin besser aus. Der Scheiß und diesen komischen Licht. So, aus deiner Frucht und dem Gelben macht man dann einen grünen. Einen roten, okay. Dann bleibt aber noch ein... Okay, gelbe Wäsche, Marika. Kannst du auch... Was hast du jetzt schon gepflanzt? Du kannst ja nur das blaue Ding gepflanzt haben mit so einem gelben Becher. Ich habe alles das gepflanzt. Das Lila-Ding. Alles rote kannst du noch nicht gepflanzt haben. Klar, ich kann alles pflanzen. Aber noch nicht mit dem passenden Getränk. Oder was das ist. Wieso Getränk? Ja, hier bei mir, guck mal. Bei mir habe ich Rezepte,
rote Saat mit einem roten Getränk ergibt eine rote Frucht. Diese komische blaue Saat da mit dem gelben Getränk ergibt die blaue Frucht. Und deine lila Saat mit einem lila Eimer ergibt eine lila Frucht. Und eine grün-gelbe Saat mit einem lila Getränk ergibt eine gelbe Frucht. Gelb-grüne Frucht, so. Also, ja. Dem Ding können wir. Ne, zum Sprühen können wir auch noch nichts machen. Hast du gerade Sprühen gesagt? Na, ich hab hier dann für später irgendwie für meine Gerätschaft hier irgendwie so einen Ofen. Da kann ich anscheinend drei Sachen reinmachen. Einen Hebel ziehen. Und dann weiß ich nicht, was bei rauskommt. Wie viel habe ich hier eine rostige Spülpumpe, die ich nicht bewegen kann? Ich weiß auch nicht, wo die hinkommt. Der Kanister ist leer, sagt er. Welcher Kanister denn? Das ist die Geschichte mit dem Wasser. Vielleicht erinnerst du dich. Der Kanister, das ist doch kein Kanister bei dir. Okay. So, dann zeig mal deine komischen Sternchen da und ich zeig dir meine Zahnräder, die du damit aktiviert hast. Warum kann ich das Zeug eigentlich hier trinken? Ja, ich habe diesen in diesem Raketensilo sind halt die Zeichen von der Brücke eingezeichnet. Und wenn ich jetzt runterkletter und auf Öffnen klicke, dann verdrehen die sich alle. Und dann musst du die wieder richtig hindrehen. Ich hab hier ein Tableau mit 5 Leitern. Mach mal meinen Stream an und schau dir das an. Das ist ja Schummeln. Ich musste ja mit dir schummeln, weil du mir den Raum nicht erklären konntest. Das ist schon hinfällig geworden. Ja, und weiter? Wenn du deins drückst, dann dreht das hier in der Mitte los. Woher weiß ich denn, was hier was ist? Was ich hier wann drehen soll? Und vor allem habe ich nur 5 Leiter und du hast, glaube ich, 6 Zeichen. Also oben auf jeden Fall bei deinem Ding, was da oben dann an der Decke klebt. Das hat 6er. Aber Norden ist bei mir auf jeden Fall markiert. Bei mir auch. Also links oben die. Ich mach erstmal. Kann es sein, dass eins davon gar nicht existiert an den Wänden? Wie hast du das jetzt angemacht? Alter. So, ich sehe kein Komet. Siehst du genauso? Ist oben ein Komet? Also, du brauchst den links oben. Die Leiter, die machst du bitte. Irgendwie. Ja. Ah, oh, jetzt stören die sich hier. Warte mal. Ne, und Onyx. Da
dass sich die dann sich verbinden. Ist ja auch geil gemacht. Oh, links oben bewegt sich jetzt. Ja, ach so. Ah, okay, laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen. Stopp, 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 stopp. Ja, ja. Oh Gott. Viel zu langsam. Nochmal. Stopp. So, dann links. Links unten sozusagen. Mhm. Okay. Sonne. Was machst du denn da? Ich bin tot. Alter, du mit deinem Ungeklicke da. Oh. Na, was denn? Ja, Alex, du hast das Ding gestartet, wir hatten noch nicht mal einen Plan, Alter. Ja, ich muss mir das hier erstmal angucken. Aber du bist halt ja, zu langsam. Du startest ja dann. Eigene Schuld. So, stopp. Die Planeten rechts oben. Blockieren, wa? Warte mal. Sag dann halt. Stopp. Scheiße. Links unten. Links unten wieder? Mhm. Nee, du kannst nicht wieder meinen. Links unten. Weiß ich nicht, wie ich das jetzt hinkriegen soll. Muss ich mir erstmal ein Rätsel auflösen hier. Den, genau darauf. Darauf, darauf. Darauf. Also du hast Verzögerung. Ans Ende vom Gang. Ans Ende vom Gang mit dem. Ich muss die roten erstmal wegkriegen, weil die blockiert. Digga. Oh, du warst kurz davor. Du hättest es haben können. Runter, runter mit dem Roten. Hm? Scheiße, ich dachte, hier wäre eine Verbindung. Die Roten blockieren, die Roten bringen ja, mir nichts. Ja, ich weiß. Na, was sagst du dann runter mit den Roten? Nee, nicht nach rechts unten. Also nach rechts mit dem Roten. Runter. Oh, egal, noch. Du hast noch. Nee, hast du nicht. Kannst du den roten. Genau. Und jetzt den freien. So. Und jetzt den roten da oben hin. Geil, ja. Perfekt. Stopp, 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 stopp. Oh. Okay, laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen. Ja, diese Verzögerung mit dem Stream ist ganz schön gut. Läuft halt schon eine Weile. So, stopp.
Mond, ganz rechts. Ganz rechts. Stopp. Hey. Jetzt müssen wir da warten oder was, bis so richtig voll ist. Okay. So. Ich habe Pflanzen. Sehr schön. Was hast du jetzt alles? Kannst du jetzt schon die Todespflanze machen? Nee, wa? Ich habe was Blaues, ich habe was Gelbes. Gelb sehe ich gerade. Blau sehe ich. Ich kann ja was hinzufügen. Wo muss ich grün drauf geben? Ich glaube auf rot. Ach so, meinst du? Nee, halt. Du meinst jetzt die grüne Farbe. Ja. Grün kommt auf so eine gelbe Schote. Nee, ist auch nicht das richtige Symbol. So. Sieht irgendwie alles nicht richtig aus bei den Saatdingern, also wie die Schote, die hier abgebildet ist. Ja, die war richtig. Genau, die brauchen wir. Die mit grün. Genau. Lila kommt mit einem lila Eimer. Ja. Ich sehe das. Lass mal so. Ja, so, da. Ist ja lustig gemacht, ey. Findest du? Ja, finde ich cool. Das ist jetzt halt richtig Paartherapie, ne? Total. Kommunikation ist wichtig in einer Beziehung. Den Scheiß hat du Opfer! So, die Glocken rollen noch. Hast du mir das rote Getränk schon, das rote Gesöff schon geschickt? Nee, ne? Das rote kann ich nach wie vor noch nicht machen. Das rote Gesöff mache ich aus meinem gelben Gesöff und deiner gelben Pflanze. Die mit dem Hut. Die gelbe mit dem Hut, nicht die Schote. Schick mal her. Schick die Dings mal wieder rüber. Was? Die Bahn. Genau, die Bahn. Ja. Ui. Gefällt mir sehr. Gleich gibt's rot. Pick ich dir. Zack.
shit. Was ist los? Ich habe das leider gerade getrunken. Ah, okay. Dann schick einfach nochmal die gelbe rüber. Das ist nicht so leicht. Stimmt. Hatte ich auch vorhin getrunken. Zack, zack, fährt rüber. Das müssen jetzt diese drei Glocken sein, ne? Auf die haust du da drauf. So. Du kriegst. Ich geb dir das jetzt. Du kriegst jetzt die Glocken und das Gelbe. Und den Hut, misch die mal zusammen, was dabei rauskommt. Locken und Gelb, ja, soll ich mischen. Mhm. Ein Fläschchen Rot, würde ich sagen. Nehme ich. Alter, platzier's, jawohl. Bis da. So, dann kriegst du das nächste. Die beiden mal miteinander mischen. Weißert? Ja, den behältst du. Ja, gut, hab ich mir gerade rüber geschickt. Gut. Den mischte mal damit. Müsste jetzt was Grünes bei rauskommen. Ja. Oh, das sieht sehr toxisch aus. Das leuchtet auch im Dunkeln. Zack. Sehr gut. So, dann kriegst du noch mal was Schönes. Also, den musst du übrigens gar nicht wieder zu mir schicken. Blau. Die beiden mische ich, ja, die beiden Pflanzen. Ja, kannst du dann eigentlich drei Sachen mischen? Geht das? Später, ich habe dieses andere Gerät hier, wo ich meinte, ich habe eine Spritzdüse dafür wahrscheinlich auf dem Tisch liegen. Bis jetzt kann ich da noch nichts machen. Gut. Das Blaue behalte ich jetzt, oder was? Ja, schick mal das Teil zu mir. Kriegst du mich jetzt alle wieder zurück. Du musst jetzt mal die Spritzdüse machen. Die drei Pullen mache ich jetzt zusammen, oder was? Jupp. Ja, jetzt kann ich auch platzieren, die Flaschen gehen. Gibt es da eine Reihenfolge? Hast du da ein Rezept irgendwie? Nö, alle drei. Das ist schon nett ausgeleuchtet, also. Okay, wird schon gehen, ja. Oh ja. Jetzt haben wir was Schwarzes. Mit einem Totenkopf, Piratencocktail. Captain Morgan könnte das sein, Alex. Probier mal. In die Spritze rein. In die Spritze rein? In den Kanister. Okay, hab ich. Und den willst du jetzt haben? Den nehme ich jetzt.
Rezept für ein Desaster. Okay. Ich habe Wachstumsschmerzen. Ja. Ich habe jetzt das Auge. Das Auge okay. Von Mordor. Oh, die Tür ist offen. Gibt's Frodo. Ich kann jetzt wieder zurückgehen. Die Tür ist offen. Ich glaube, ich auch. Sind schon ein paar Sachen kaputt gegangen, während wir hier waren. Oh, ich kann den Turm weiter hochgehen. Großartig. Ich bin auch wieder rum. Oh Gott. Das ist eine Bibliothek. Mr. Ambrosius. Natürlich. Ich habe ein Bild. Ich habe noch ein Bild. Oh, was ist jetzt los? Oh, jetzt kommt wieder bei mir der Scheiß mit dem Dolch. Männlich, nein, 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 wo ist er? Hast du ihn genommen? Es ist nicht schlimm, wenn es so wäre. Du würdest keine Schwierigkeiten, du musst ihn mir zurückbringen. Weiblich, hast du ihn verloren? Ich werde meinen Vater informieren. Männlich. Der König darf es niemals herausfinden. Er wurde verlegt. Kurzzeitig. Da bin ich mir sicher, weiblich, dass er ihn genommen hat. Er hat es herausgefunden und ihn genommen. Er sucht seit Jahren danach. Männlich, er? Nein. Der Narr? Sie? Er würde alles für eine Chance auf ewiges Leben riskieren. Das war's. Richtig spooky, was hier abgeht. Nehmen. Ich kann mir hier anscheinend alle Bilder klauen. Ich klaue jetzt auch alle Bilder. Vater Kohlewert. Was ist das da? Ich habe jetzt hier alle Bilder, denke ich mal, geklaut aus diesem Raum. Hier läuft eine Kuckucksuhr bei mir. Bei mir Kuckuck. Auch. Oh Gott. Wo war hier nochmal was zum Inspizieren? Irgendein rundes Ding, kristallrund, auf eckig. Okay, also den soll ich nicht touchen oder was? Aber hier steht doch, ich soll. Machst du gerade irgendwas? Ja, warum? Ich hör das. Was machst denn du? Ich habe hier so Bilder, die ich bedienen kann. Okay. Mir ist das ein bisschen unangenehm hier. Irgendwie mehrfach die gleiche Lampe und es scheint auch irgendwas zu sein, was ich benutzen muss, aber ich steige hier noch nicht hinter, was das überhaupt soll. Ah, eine Lampe leuchtet. Wieso leuchtet die jetzt? Also die leuchtet und als nächstes lasse ich vielleicht eine andere leuchten. Schade, das ging nicht. Das ist die auch aus. Die geht nicht mehr. Jetzt geht's hier wieder. Und. Oh, die geht auch. Schade, das war's schon wieder.
Moment, was machst du da? Irgendwelche Lampen drücken. Das Teil dreht bei mir voll ab. Wie was? Ich habe hier so ein. Ich habe auch dieselbe Kugel wie du. Mein Raum sieht 1:1 aus wie dein Raum. Ja, da habe ich nichts. Da habe ich nur das Buch. Oh, stopp, bleib mal stehen. Stopp, stehen bleiben. Okay, sieht doch nicht 1:1 aus wie du. Wie bei dir. Alter, Erik, was machst du da? Muss hier die leuchten lassen. Warte mal. Hör mal. Ach, hier ist ja auch noch. Scheiße. Also wenn ich den hab, kommt als nächstes er. Ist das jetzt die nächste, die gilt? Kannst du mal bei dir gerade ins Obergeschoss gehen? Ja, und dann? Und dann? Ich würde einfach mal sehen. Bei dem Tisch. Okay. Sag mal, bei dir hängen doch jetzt noch irgendwo Bilder, oder? Mhm. Beschreib mir mal, wo welche Bilder hängen. Das Teil hängt überm Kamin. Das Teil? Was für ein Teil? Das Bild, das du hast. So. Dann hätte ich jetzt hier noch so ein Löwen-Eichhörnchen drüber. Ja. Weiß ich nicht, was das ist. Stehen bleiben. Zurück. 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 Nee. Geh zurück. Das ist so viel Delay. Also, was mache ich jetzt? Du gehst zurück. Zum Kamin. Wo ist denn zurück? Ja. Ja, alles klar. So, nächstes Bild. Das habe ich am Ende von der Treppe. Oben. Und was ist das? Also, was ich jetzt habe. Okay. Ja. Zack. Ach lol, der beißt sich selber in den Schwanz, jetzt erst. Nächstes. Ja, und so ein Känguru-Vogel, der sich auch beißt. Hab ich nicht. Sieht da gerade eigentlich ganz gut aus da mit dem weißen Flügel. Hast du noch eins? Mach mal Ende der Treppe. Hast du noch eins? Mach mal Ende der Treppe unten. Nein, ist es nicht. Hast du noch eins? Einen weißen Vogel mit zwei Schnäbeln und einer Muschel auf dem Rücken, einer blauen. Ja, ist vor den Fenstern. Achso, links daneben ist das andere Bild. Daneben ist das andere Bild? Ja, das kommt dahin und das kommt links daneben. Da okay. Links, da links, da genau da. War jetzt hier so ein Picasso, so ein Typ, der was draufgeschrieben hat? Oder wir können noch. Ich habe noch andere. Also wir machen jetzt erstmal Löwe, eine Gazelle mit einem blauen Horn und ein Schneckenhaus. Das kommt ans Ende von der Treppe. Hier hin oder? Mhm. Nee. Unten ans Ende von der Treppe, an den Anfang der Treppe. Dann habe ich jetzt noch eben mit einem Schneckenhut. Also Schneckenhut. Stopp. Der Schneckenhut kommt unten an den Anfang von der Treppe. Alter. Und das Teil kommt oben ans Regal. Und der, genau, das Schneckenhaus kommt oben ans Regal. Der Typ mit dem Bart, schwarze Kappe, goldene Kette,
steht ein Schriftzug drauf. Rechts, links neben die Tür. Neben die Eingangstür. Jetzt ist sogar irgendwas passiert, aber ich weiß nicht was. Aber mir verwartet. So, warte. Sag mir mal, wo ist der Plattenspieler? Plattenspieler? Ja. Einrichtungsgegenstand Plattenspieler. Am Kamin, links davor. Also links an der weißen Säule. Wo ist die Box? Eine Box? Was für eine Box? Eine Box, eine Holzbox. Einrichtungsgegenstand Holzbox. Eine Schatulle hier? Ja. Und die Eieruhr? Eieruhr? Sanduhr. Sanduhr, okay. Bestimmt oben. Ne, hier bei mir, bei dem, bei diesem komischen Lampending, was rund ist oben. Guck mal links neben die Standuhr. Guck dir das mal an. Das muss ich mal sehen. Okay. Dann brauche ich mal. Oh! Bei mir ist eine Tür aufgegangen. Geh mal zur Treppe. Geh da mal die Treppe hoch. Hochgehen? Ja. Ich habe ein Buch bekommen. Oh, okay. Ich auch. Eins mit einem N drauf. Vito. Kannst du dir. Hier bei der offenen Schatulle vielleicht? Da ist auch noch ein Buch. SN. Guck mal bitte an. Nee, guck dir das noch mal an. Das Blumengemälde oben neben dem Schreibtisch. Ah, okay, Lucky. Und das Blumengemälde an der Treppe. Irgendwo noch was angegangen? Keine Ahnung. Oder auf oder so? Ich habe jetzt zwei Bücher mittlerweile. Ich auch. Okay. Kannst du noch mal die Bilder mit den Blumen angucken? Stopp, zurück. Das Bild mit der Blume noch mal angucken. Ah! Ich habe jetzt das E. Ja. Jetzt haben wir S-E-N. Fehlt noch P, I und A. Ja, jetzt kommen, glaube ich, deine Kugeln da. Hast du die auch?
Ja. So. Also ich habe halt ein so ein Ding, so ein rundes Ding drauf und 1, 2, 3, 4, 5, wo so ein Kristall oben drauf ist. Also so, ja, Kristallform. Also der sagt, man soll es berühren, wenn es leuchtet. Ja? Na, leuchten tut's ja schon. Ich muss das berühren, damit es leuchtet. Hat hier schon eine Kette, aber da hast du mich dann genervt. Ich weiß nicht mehr, wer hier was ist. Lass mich mal hier gucken. Und drück du mal bitte nix. Ah, cool. Was ist denn cool? Das war nicht richtig. Danke. Das ist ja auch immer woanders, das Ding. Ich weiß immer nicht, wo der Start ist. Das war gut. Okay. Der geht wieder. Ja, das ist er nicht. Hä? Man soll ihn nicht berühren. Wenn er leuchtet, muss man ihn berühren. Dann bleibt es an. 1, 2. Einer, Mena, Hu und raus bist du. Jawohl. 3 in a row. 1, 2, 3. So, nochmal wissenschaftlich das Ganze. Einer, Mena, Hu und raus bist du. Das hat aber jetzt nicht funktioniert nach der. Jetzt mach ich da. Gott, ich bin so gut! Hier ist wieder ein Buch verfügbar irgendwo. Ich hab's gehört, aber wo? In dem Teil. In dem Teil? Ja, in dem Teil. Ach da. In dem Kristall-Ding, Bumsi. War das das nächste Rätsel? Ich kann Kerzen bedienen, stell ich hier gerade fest. Ich kann ja alle Kerzen beim Kerzenständer anmachen. Mit 7 Kerzen ist das Ding. Wenn du ja, guck mal Richtung Kamin. 1, 3 und die letzten beiden. Von links aus gezählt. Kannst du die nicht bedienen? Nein, von links aus gezählt. 1, 3 und die letzten beiden. Wo? Hier, okay. Es fehlt noch das O. Wir müssen jetzt nur irgendwie gucken, ob wir was zum Interagieren finden. Hast du noch irgendwas? Also ich sehe es. Es ist in der Kuckucksuhr. Okay. Ah! Was hat das jetzt mit der Zeit? Guck mal rechts an die Seite von der Kuckucksuhr. Ah, okay. Ja, ich hab halt. Sind das 4 Rädchen? Also ich kann hier nichts machen. Ich könnte dir was ansagen. Nee, du kannst mir was ansagen? Ja, wie die Rädchen hier sind. Was dazu sehen? Sag mal. Also das oberste Rad, da sind 4 so eine Pommes obendrauf von. Achso, ja, das weiß ich wohl. Ja, okay, gut. Ich sehe das ja auch. Achso. Du musst mal von vorne drauf gucken.
Von vorne drauf gucken, bitte. Deine schlägt zu schnell. Ach, du musst die richtig timen. Sekundentakt. Ach, du machst damit die Gewichte, wa? Kann es sein, dass du bei dir die Gewichte da verstellst, Alex, dahinter? Ja. Dann schau dir das bei mir richtig ab. Fang irgendwie mit dem rechten Gewicht an. Das ist genau das Ende von dem rechten Gewicht. Ist ein kleinen Millimeter sagen über dem Pendel. Das sieht gut aus. Da kannst du den Rest jetzt danach bauen. Das mittlere Ding hört genau dieser Nopsel da oben kurz unter der Mitte von dem rechten auf. Fehlte sogar noch eins. Jetzt brauchen wir noch. Oh, scheiße. Espian, das haben wir alle. Eigentlich haben wir jetzt alles. Was machen wir jetzt? Mit den tollen Büchern? Keine Ahnung. Oben wahrscheinlich irgendwas, da sind doch Bücherregale. Nö, nö, nö. Ah. Rechts neben zum ganz unten neben dem Kamin. Kannst du die hinstellen? Ah, okay. Espion hieß der, ne? Espion. Oder soll es irgendwas Sinnvolles da geben? Also bei mir steht Nepias. Bei mir steht Espion, weil das. Ach so, bei dem Schild steht bei dir auch was anderes oder was? Bei welchem Schild? Ja. Entschuldigung. Okay, bei mir ist Espion. Bei dir ist Nepian? Aha. Ein Wort auf Englisch, 6 Buchstaben? Genau diese 6. Sag mal was, Alex. Platzier mal Sepian. Was? Sepian. Sepian habe ich. Passiert nichts, ne? Nö. Schreib mal Nepias.
N-E-P-I-A-S. Was steht bei dir? Jetzt habe ich Nepias. Und was steht bei dir auf dem Bild? Espia. Espian? Ja. Nice. Reflection. Na, irgendwie ja nicht Reflection, aber gut. Und jetzt? Ja, Alex, sag mal. Jetzt bin ich in einem Raum und kann den... Wie, wo kannst du schon hin? Ich bin immer noch hier gefangen. Oh Mann. Bei mir ist eine Tür aufgegangen. Naja, bei mir... Ach doch, hier. Geht an. Idiot. Nee. Da ist doch eine Tür. Blindfisch. Mich am Arsch. Mein letztes Lied singe ich allein. Kommt bei mir gerade als Text. Bis erneut der Thron ist dein. Verflucht Vermächten ohne Gott. Ach, da ist sogar jemand, der spielt da Orgel oder sowas. Er starrt durch einen bösen Pakt. Eieiei. Oh nein. Liebend loyal, ein Diener im Leben. Zwang das Messer in meine Hand. Ich hab irgendwas mit. Ach du Scheiße. Mit Pilzen. Ich hab ein Buch mit Pilzen. Die Schrecklichkeit hatte ich dir mit einer Hoffnung verhört. Letztlich verschwand. Auf Königsbefehl für immer verflucht. Mein Untergang, er war verrucht. Wieder schufte ich, den Test zu bestehen. Du sollst sühnen, du wirst schon sehen. Was ist, oder? Oh, verlockt von Nacht ist Umarmung. Und so beenden mein ewiges Leid. Ich habe hier wieder ein paar Sachen zum Inspizieren auf jeden Fall. Nacht. Nacht, ah. Mein König, genieße deine teuflische Macht. Denn heute Nacht schlägt deine letzte Stunde. Aha. Nala, hau mal ab, ich will gerade lesen, meine Süße. Meine Süße, was willst du hier? Willst du mich schon wieder ärgern? Willst du mich schon wieder ärgern? Maus? Mich ärgern? Oh Gott. Okay. Das brauchen wir. Das Teil. Genau das brauchen wir, Erik. Diese Anzeige. Genau diese Anzeige brauchen wir. Ich weiß nicht, welche Anzeige du meinst. Warte mal. Ich hab hier irgendwie ein Buch über Pflanzen, wie sie heißen. Ja, wir müssen wieder ganz viel miteinander reden. Irgendwie Gemüse unterschiedlich, das mit komischen Namen. Ja, genau. Alphabet zum Orden. Nee, was ist das? Also irgendwie. Also folgendes müssen wir machen. Du hast da ja diese Abkürzung. Ja. Ich hab bei mir ein Buch. Da stehen die Namen zu den Abkürzungen. Du hast zu den Namen die Bilder und ich habe Flaschen mit den Bildern, die ich zusammenmixen muss, damit am Ende ein Stein bei rauskommt. Ein Stein, okay. Ein roter Stein. Also geht das Ding hier bei mir wahrscheinlich von unten nach oben? Nee. Ja. Genau, den roten Stein, den brauchen wir am Ende. Ich klicke jetzt alles an. Hä? Und bin fertig. Zack. So. Ja, ganz toll hier. Sagen wir mal bitte,
Wie sieht Funk Hiroborata aus? Das ist links unten, FB. Funk klingt schon mal nach Pilz. Pilz, Pilz, Pilz. Funk Hiri. Hiroborata. Ja, das ist sozusagen ein Pilz, der hat einen dreieckigen Kopf und einen langen, runden Stiel. Also ist unten abgerundet und hat unten noch so kleine Wurzeln dran. Safe. Gut. Hey, warte mal, den muss ich dann. Den muss ich dann. Hallo? Den muss ich dann. Wir haben den Pilz gefunden und der Alex, der macht Scheiße. Machen wir wieder zurück. Ich brauche wieder diese Übersicht. Warte. Katze steigt gerade ab. Ja, du musst jetzt die ganze Zeit da hin und her laufen. Du musst jetzt richtig haben. Hier, ich habe Übersicht. PJ. PJ ist Paraxiophelixorate. Irgendwas mit Parax halt gehört. Hier, das sieht gut aus. Nee. Hier. Borate, Paraxir, Paraxiro oder Paraxio? Paraxiophilexorate. Ah, okay. Das ist so ein Krebs mit einem Schneckenhaus oben drauf. Check. Oder einer Muschel. Komm, Nana, wir kuscheln. Wir nutzen nochmal die Lücke zum Kuscheln. So. Ja, Kuschelbeats. Übersicht. So, ja, ich bin wieder gefragt. Okay. Nala, ich glaube, wir können jetzt nicht. Wir machen das später. Ja, gute Idee. Achso, das ist jetzt OT. Okay. Wir brauchen PA. Wir brauchen Pristaxiophelixorate. Pristax. Pristaphelixorate. Okay, diese komischen hässlichen da unten. Ja, mit zwei Blättern. Und irgendwie so eine Knoblauch. Blüten. Daraus wurde. Kannst du nochmal an die Übersicht gehen? Ja, oha, das ist gut. PO, was ist Primaxiophilexo? Zwei Butterblumen. Das ist das Falsche, was du gerade in der Hand hältst. Hab ich nicht. Dann liest mir vielleicht nochmal genau vor, nochmal. Vielleicht habe ich auch das Falsche. Aber mit O am Ende. Hier ist nur eins mit O am Ende. Primaxiophilexo, ne? Pristaxiophilexorate. Ja, das ist links. Nee, Quatsch. Da waren wir ja schon vorhin. Das komische Hässliche. Genau, Übersicht bitte. Achso, nee, ich hab PO, brauchte ich. Ah, scheiße. Primaxiophilexio. Ja, das brauche ich. Primaxiophilexo, hast du gerade gesagt. Ja, das. Okay, das sind dann trotzdem diese
Zwillingsblumen. Climaxio Felixio. Okay. Das ist vielleicht uncool. Ob ich noch was finde. Schon so. Oh nein. Mach nochmal Übersicht, bitte. Übersicht. Übersicht. P.O. Ach, leck mich doch am Arsch. Oh nein. Oh, da habe ich heute Abend keinen Bock mehr drauf, glaube ich. Das ist rechts außen. Das muss man mischen. Was? Ja, das ist rechts außen. Ganz rechts außen. Das ist PO. Ja. Und das ist das, was wir brauchen. Und das muss man mischen aus Ochs und etwas Unbekanntem. Na, wir können ja mal die Abkürzung durchgehen. Dann wissen wir vielleicht, was hier das Unbekannte ist. Nee. Hä? Wieso nee? Ich kann dir doch jetzt mal alle Abkürzungen vorlesen. Und du sagst, welche übrig bleibt vielleicht. Oder wie viel hast du denn? Zwei. Nee, die wiederholen sich ja teilweise. Wie zum Beispiel PO. Das klappt nicht. Ich habe aber hier eine Notiz. Es wären drei. Das sind zwei, zwei, zwei. Das sind zwei, der ist offen. Das sind zwei, der ist offen. PO kommt dahin. Ach, Dreck. Oh ne, sorry, da habe ich jetzt echt. Chill mal jetzt dein Leben, Alter. Warte. Hm? Chill mal kurz. Was ist denn das unter PA? Ist das OL? DL. DL? Ja. PE. Na gut, so, dann machen wir mal. OX mit. Facebook hat es auch drauf geschafft, klick an. F.A. P.L. Lombom X P.E. F.R. P.K.T. C. C ist das anscheinend. Also, wir haben. Zack, zack. OA. OL. Was ist denn T? L. OT. PA. DL. PB OX PE FR PO hatten wir schon. AM. AM haben wir gar nicht auf deiner Liste. Das muss ja auch nicht auf der Liste stehen. PC so, PL bleibt
Da bleibt bei deiner Liste PL offen. Nee, PL ist... Hä? Wie offen? Also, ich habe auf deiner Liste PL, das habe ich hier gar nicht an der Tafel. Klar. Das hast du als letztes eingekreist gerade. Das hier? Das ist PF. Nee, das ist aber nicht PL. Ja, ja, das ist PL. Nee. Du meinst das neben AM. Links neben AM. Nein, ich rede... Ich hab hier... Du hast bei dir im Buch, hast du PL drin zu stehen. Der zweite von oben rechts. Der taucht hier nirgends von der Tafel auf. Doch, links neben AM. Nee, das ist PC. Du hast auch PC. Das steht bei dir ganz unten. Das ist PT. Wieso ist PI eigentlich, aber... Wo sind die ganzen P-Dinger? Zack, 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 zack. Alles, was frei ist, ist ein P. Wir haben PF. Mein Gott. PF. Haben wir unten noch PE, fällt mir gerade ein. PE. PB. PO. Machen wir mal safe. PJ. Hier haben wir zweimal. Haben wir noch PA. Ach, guck mal, wir haben noch unten bei dir dieses Parox Laborate und oben, was ist das? Trestaxioluborate. Also eins von beiden existiert, das andere nicht. Müssen wir uns nur noch entscheiden, wer welches ist. Du sagst, das hier neben AM ist das zweite von oben bei dir, oder? Ja. Okay. Okay, mal mit diesen komischen... Zack, 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 zack. Dann kann es ja nur noch bei dir unten PT sein. Ganz unten rechts ist bei dir. Was ist das? Paraxioborate. Mhm. Also such mal das jetzt bei mir in Dingern hier, oder was? Mhm. Und OX. Paraxioborate ist so ein dicker, fetter Schneckenkrebs mit Blumen drauf. Hab ich nicht. Das war, ich hab ihn gerade gesehen. Ich glaub, blau oder so war das bei dir. Halt, nee, lila. Ah, da. Hm? Nee, das ist bei dir mit einer roten Blüte oben drauf. Ich kann da nichts mehr nehmen. Achso, habe ich schon. Okay, der ist das, jo. Und dann OX? Ist der das Bekannte, was ist, oder? Was ist OX? Dieses Oxo... Das musst du mir sagen. Nee, also... Nee. Oxyborexoris. Oximo Rexoris ist entweder eine Karotte oder eine ziemlich wütende Knoblauchzehe. Die ganz böse Karotte. Okay.
auch nicht habe. Nice. Ich mag das. Ja, ist doch vielleicht falsch. Zeig mir mal nochmal dein OX da. Oh. Geh nochmal bitte zu deiner Übersicht. Oxymurexoris. Oxymurexoris. Ja, das kann nur die Karotte sein. Ja? Geh nochmal zu deiner Übersicht. Ich hab beschworen Schlimmes. Nee, das wird nicht. Ich hab's befürchtet. Ich habe es befürchtet. Was denn? Man kann die ganzen Teile auch nochmal aufsplitten. Okay. Geh da mal weg und guck doch mal das Blatt an. Mit den Pilzen. Also. Ja, Pilze habe ich. Steht. Nicht mit den Pilzen, mit den Knoblauch. Sorry. Mit der wütenden Karotte. Ja. Ist da im Hintergrund irgendwo was? Erkenne aber auch nichts. Wäre dann hier so eine ganz kleine Pflanze mit drei Blüten oben. Oh nein, habe ich jetzt gerade etwas auseinandergehauen, was wir schon verbunden hatten? Oh Mann, Erik, das nervt hart. Habe ich noch irgendwo irgendwas? Meinst du, was mich der Rohrscheiß vorhin abgenervt hat? Hab mal Eier jetzt, Junge! Mysteriös. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich an das Ox komme. Kannst du mir mal nochmal die ganzen Dinger da bei dir zeigen, die Flaschen? Ich habe halt nichts, was auch nur halbwegs wie eine Karotte aussieht. Das ist eine Blume, oder? Also diese Mannequin-Namen. Was kannst du damit machen? Mischen oder was? Ja, genau. Okay. Dann versuch doch mal. Also auf jeden Fall da diese. Was du gerade hattest, war gut. Zu schnell, kann ich dir nicht viel sagen. Muss wohl nicht. Ich habe von denen habe ich halt gar nichts, glaube ich.
gar nichts habe ich von dem. Das ergibt gar keinen Sinn. Als wenn ich noch irgendwo irgendwas vergessen hätte oder so. Leuchtet da bei dir in dem Raum so rot? Das ist so eine komische Kugel. Nur eine Sache leuchtet irgendwie rot. Ja, das ist so eine Kugel. Ja, aber ich meine, das ist dieses Auffällige, finde ich vielleicht. Was ist da drinne? Oh, nix. Nichts. Eine Kugel, da ist halt nichts mit. Ist da im Schrank irgendwas? Nein. So, das Ding ist schon mal gut. Was ist denn das da? Was kannst du da reinstecken? Da machst du ein Endergebnis oder was? Ja, genau. Nee, keine Ahnung. Das Ding sieht hellblau, das sieht verdammt gut aus, finde ich. Daraus irgendwie was machen. Ich hab keine Ahnung. Ich muss. Okay, andere Frage, Alex, pass auf. Brauchen wir das überhaupt? Was? Dieses. Der scheitert jetzt an OX, richtig? Mhm. Achso, daraus müssen wir AM machen. Achso. Ich mein, Po kannst du auch anders machen. Po kannst du anscheinend hier irgendwie. Nee, dafür brauchen wir ja das, das andere. So, der. Und wir haben schon festgestellt, dass wir dieses, dass ich dieses. Ach, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Zeig nochmal, ich habe dieses Prima Maxio, habe ich jetzt. Ich habe das, ich habe das, ich habe das. Hier, das, was ich hier habe, das ist das. Was ist nochmal FA? Aber gerade eine böse Karotte gesucht. Nee, was ist FA? FA ist. Was ist Fungihiri Barex? Irgendwas mit Pilzen. Große Pilzmischung. 1, 2, 3, 4, 5. Große Pilze und ganz viele kleine. Ich glaube, das ist das.
das blaue, genau, das ist das. Okay. Okay, geh nochmal zurück allerdings. Übersicht bitte. Oh Gott, ey, solche Idioten. Oh, solche Idioten. Fuck. Welche Idioten? Hä? Ach, frag nicht. Nicht gerade von mir selber genervt. Was ist Delphologiskate? Delphologiskate. Eine einsame Blume mit zwei Blättern und oben einen grünen Strauß. Ja, okay, mal zurück. Das mit PC. Was ist Prestaxiolurate? Was ist da? Nee. Hier unten diese Glöckchen? Nee, Presta. Nicht mit Prista, sondern Presta. So, schön. Prestaxiolurate. Wie gibt's hier noch? Chris? Ja. Ach, leck mich. Aber... ich finde halt... Das sieht so aus, als wäre da mal was gewesen. Irgendwie was mit einem ganz großen, mit einer dreieckigen Muschel. So ein Krebs mit zwei großen Scheren. Und so einer, ja, wie so ein Waffeleis oben. Ist das, was ich meine? Ja, nein. Hast du sowas da bei deinen Dingern gesehen? Nein. Hast du irgendwo Oxyluluporate? Nee, ne? Komische Kartoffel. Oh, Scheiße. Komische Kartoffel. Komische, hässliche Kartoffel. Einzige hässliche Kartoffel, die ich sehe, bist du. Ich kann sie gar nicht sehen. Ich sehe dich immer, wenn ich die Augen zumache. Das schlechte Zeichen für dich. Ja, okay, dann. Dann Dead End. Das gefällt mir jetzt weniger. Was? Ja, das gefällt mir nicht. Haben wir irgendwo Prestaxiforex? Prestaxi. Genau. Muss irgendeine von den. Den sein. Lass mir noch ein Ende. Prestarix Forex. Das oben in der Mitte.
Wie sieht das denn aus? Ach, das ist das. Das ist dein lila Ding da oder violett. Mhm. So, bleib mal da stehen. Kriegen wir das verbunden mit Fungi Hibramis? Fungi Hibramix? Ramis oder mit X am Ende? Hat schon, glaube ich. Oh. Oh, da ist gerade was rausgekommen. Ich habe jetzt PB. PB hilft uns nicht, weil wir Ochs nicht haben. Oder? Haben wir Ochs? Doch, wir haben Ochs. Ich habe Ochs, ne? Ich habe gesagt, ich habe Ochs. Habe ich gesagt, ich habe Ochs? Ah ne, Ochs war das Komische da oben. Ach, leck mich. Das hilft uns gar nicht weiter. Nice. AM haben wir auch nicht. Ah, das wird dann bestimmt dieses Aliomigna sein, oder? Ja, aber das hab ich halt auch nicht. Ich habe keinen Plan mehr. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, Mann. Oh, ist das ätzend. So, den linken haben wir komplett fertig. Den haben wir komplett fertig. Den haben wir. Wir haben gerade... Wir haben gerade PO und FA kombiniert zu DL. Quatsch, wir haben PE und FR kombiniert. Entschuldigung. Wir können wohl mal nach PO und FA gucken, ob wir das kombiniert kriegen. PO ist. FA ist vor allen Dingen erstmal. Primaxio Filexio. Genau. Filexio sind die Doppelbutterblumen. Butterblumen und mit dem Lila denn, ne? FA. Fungi Hibraxio. Fungi. Was? Hiribarix. Das ist doch das, was wir gerade gemischt haben. Die große Pilzsammlung ist das. Wo ganz viele Pilze sind. Ich glaube, blau war das. Check, haben wir. Viermal habe ich das jetzt schon. Weil das einfach schon in der Mischung steht. Kannst du das mal abhaken? War jetzt POFA ist dann DL, richtig? Nee. PEFRPB. Nee, Quatsch, das ist DL, genau, ja. Das, ja.
hast gerade aus dem Pilz und aus einer Butterblume noch eine Blume gemacht. Okay. Ich will gerade ein bisschen hinterkommen, wie wir an diese Karotten und sowas kommen, weißt du? Geh nochmal zu den Karotten, bitte. Achso, okay, nee, die heißen nochmal anders. Hast du denn noch irgendwo ein Buch? Zufällig? Und dieses Pristarexius hast du den, ne? Pristarexius? Ja. Pristaxiophorex. Das sind, die hattest du vorhin eigentlich gehabt. Die hattest du vorhin schon in der Hand gehabt, meine ich. Okay, und die habe ich kombiniert mit Fungi Hibramis. Okay, ja. Ich erinnere mich vielleicht. Und was ist Fungi Hibramix? Also das ist da übrigens deine, genau. Fungi Hibramix. Hibramis oder? Also das sind die vielen Pilze. Die ich nicht mehr habe. Den falschen geguckt. Geil. So, PB. Wow, und immer noch OX. OX. Ich verstehe aber auch keine Zusammenhänge. Nochmal runter. Ist er noch irgendwie auf dem Boden? Ist da vielleicht noch irgendwas? Und ich habe jetzt auch irgendwie Spanisch gefunden. Paraxioberate. Kannst du mal gucken, welcher das ist?
Araxio Borate. Genau. Das ist ein dicker Krebs mit einer kleinen, anscheinend weißen Blüte oben drauf. Ja, es ist eine rote Blüte, aber ist okay. Ja, und Fungi Hiribrame. Das ist das Ding da, das Violette. Was ja, Fungi Hiribrames. Ja, was Pilzartiges. Das ist der Dreischirmige, der hat so drei Schirme übereinander. Der ist nicht, der rote. Da hattest du. Da, der ist. Welcher? Ja. Sicher? Fungi Hiribrames ist der, ja, ist der. Das sind so drei Schirme sozusagen, so ineinander. Den hattest du noch gerade gehabt, das war glaube ich die grüne Flasche und der blaue Pilz darauf abgebildet. Da ist eine Knolle, du hast doch die erste Knolle. Eine Zwiebel. Oh, guck mal, den du gerade gezogen hast. Das andere Ding. Alex, das andere Ding. Das ist. Du hast ein Tier. Da, der Krebs. Mach mal den Krebs da nochmal. In seiner Muschel da, den du gerade hattest. Den? Nein. Oder? Den? Nee, es war irgendwas bläuliches oder so. Und am Ende von deinem Inventar. Weiter. Das ist ein Pilz. Der sieht so aus wie das Teil, was links unten in der Ecke ist. Das sieht so aus wie das Teil links unten in der Ecke. Das ist korrekt. Was aber eben so ausgeblendet ist. Das fehlende P-Ding. Ich glaube, PL war das ja. Okay. Restax. Ja, genau, das ist Restaxius blablabla, was du da gerade hattest. Wenn ich jetzt noch wüsste, was dieses. Erkannt das Ding. Sieht nämlich auf wie ein Pokémon, ich weiß noch nicht mal wie du das heißt. Und du hast deine erste Zwiebel da. Das ist diese Oxy. Das ist Oxy. Ox. Irgendwas. Irgendein Ox-Ding. Oxymuratoroxis. Kannst du mir mal sagen, was Funky. Fungi Hiribarex ist das mit den drei übereinander oder das mit den vielen? Das mit den vielen. Den hattest du aber schon. Ist weg. Ich weiß nicht mehr, was daraus geworden ist. Was ist ein Fungi Hiribarex für ein also für zwei Buchstaben? FA. Ich weiß nicht mehr, was DL ist. Das haben wir schon.
DL? Mhm. Aber was ist denn ausgeschrieben? DL. Delphorix irgendwas. Delphologiskate, das ist die diese weiße Blume, also die oben so weiße Haare hat. Die einzelne Blume mit zwei Blüten, ein bisschen Mäd und weiße Haare. Ja, das hier. War falsch. Was falsch? Ja, das hat nicht funktioniert. Aber die Blume war richtig, hab ich gesagt. Mhm. Aber das Teil ist nicht Presta Lixo Chickabumbum. Jetzt mal ganz für doofe, Alex. All die Gläser, die da schon stehen, kannst du die nicht einfach da in diesen Zerkleiderer reinmachen? Dann gucken, ob irgendwas bei rauskommt. Kannst du die doch da jedes Mal wieder nehmen, oder? Mhm. Da hast du wieder deine vielen Pilze. Die Butterblume, okay. Fickt euch. Genau, und gegenseitig. Oh. Du hast PL gefunden. Und die Karotte. Das war die Karotte. Die Karotte hast du endlich gefunden. Soll ich dir sagen, was die Karotte nochmal irgendwie war? So in eine Richtung? Oxy, das ist das Oxy-Ding. Oxymurexoris. Oh, ich raste aus. Ja, da müssten wir jetzt nicht alles bauen können. Thank you.
Ich hab grad Oxy bekommen. Kartoffel hast du. Oxyluoroborate. Das ist zwar nicht das, was ich. Was ich eigentlich wollte, aber. Hast du aber vorhin gewollt. Ja, sag mal, was ist denn jetzt PB? Paraxioborate? Kann ich die auch irgendwie hier platzieren? Wäre total geil. Paraxioborate ist der dicke Krebs mit der roten Blume umdrauf. Paraxioborate mit Oxy. Welches Oxy? Das ist jetzt AM. Geil. Nee. Nicht? Kannst du mir nochmal OX zeigen, die Abkürzung? Oxymurexoris. Ja, das ist diese Mad-Karotte, die hast du aber gebaut. Ach, die! Hä? Ach, die! Kombiniert. Ja, die. Ich hatte die. Kombiniert womit? Mit dem Bodenpanzer. Mit PB, oder nicht? Dann müsste es AM werden. Was war jetzt PB, wenn du Pauli sagst, ja? PB an. Alex? Ja. Paraxioborate. Was ist ein Krebs? Paraxio. Ja, ist wieder der dicke Krebs mit der roten Blume oben drauf. Eigentlich. Der lila da, sozusagen. Lila eine Flasche da, die da steht. Eben nicht. Ist das die falsche Karotte? Oder ist es Paraxiro? Zeig mir mal bitte. Paraxiroborate. Paraxi. Okay, da reden wir über diese Krabbe hier unten. Das ist die Krabbe mit. Die Muschel aufmacht, sozusagen. Diese doppelte. Ja, doppelte Muschel und in der Mitte ist die. Ja, genau. Und jetzt die Mad-Karotte. Alter Vater. Jetzt haben wir was? Irgendwas Leuchtendes. Ja. Ah, hier, du hast jetzt Aliomegna. AM ist das dann offensichtlich. Okay, warte. Kann ich ankreuzen? Das gelöschte hier auf der Tafel ist mit Sicherheit dein komischer Krebs, den du gefunden hast, den du hinbekommen hast. Den musst du mischen aus OX. Also wieder die Mad Karotte. Mad Karotte mit diesem coolen Krebs da, den du selber entworfen hast. Dann kommst du auf PO. Warte mal. Ja, genau. Und die Mad Karotte. Schade, da kam jetzt vor. Nee, das war auch nicht die Mad Karotte. Wieso Mad Karotte? Die einzelne Karotte da. Nee, da passiert nichts, das habe ich schon probiert. Zeig mir mal deine Mad-Karotten. Genau, genau. Nein! Okay, dann müssen wir nochmal gehen. Was war dann jetzt
OX, aber das Durchgewischte ist doch richtig. Das ist dein Krebs. Das kann ja nicht anders sein. Der ist hier weggewischt. Der ist hier weggewischt. Das muss das Ding sein. Können wir mal kurz. Und OX, oder war das die Kartoffel? Zeig doch mal OX. Warte mal. Oxy Extoris. Oxy Extoris. Ist die mit Karotte. Erik, kannst du mal gucken, was Delphologiskate ist? Die einzelne Blume mit den weißen Blütenhaaren sozusagen. Diese Mad Blume. Ja, so eine Mad Blume, ja. Okay. Delphologus Karte. Genau, ewig blau. Gebaut? Die Kartoffel, die scheinbar OL ist. Oxyluoroborate ist das. Ja, genau. Oh, die hatten wir schon mal. Ja, ja. So, PO. Ach so. Phylexo. Ach so, PU ist. Das ist die Doppelbutterblume. Ja. Doppelbutterblume plus AM. AM war die Mad Kartorte? Nee. Diese Alio Migna, so eine Zwiebel mit zwei Zapfen. Das sieht gefährlich aus, was ich jetzt habe. Oh. Okay. Ich weiß noch nicht, was bei mir irgendwie gleich passiert. Bin sehr gespannt. Oh Gott, jetzt gibt's eine Nuklearbombe hoch oder was? Nukula? Oh. Jetzt kommt wieder mein Deutsch. Männlich, sieh her. Es ist vollkommen. Oh, das Schwert ist komplett. Weiblich, eine Klinge? Männlich, nein, meine junge Novizin. Ein Werkzeug. Es überträgt die Essenz direkt auf den Seelenstein selbst. Und verschafft somit ewiges Leben. Weiblich, welche Überheblichkeit treibt dich in den Wahnsinn? Bla. Männlich, Wahnsinn, das grenzt an Verrat, Milady. Du weißt genau, wer die Schöpfung des Deutsches angeordnet hat. Weiblich, zu welchem Zweck? Solche Fragen sollte dein Vater beantworten. Was geht denn bei dir da ab? Definitiv weniger als bei dir. Was? Nee? Ihr habt die Klinge wiederhergestellt.
Ich glaube, du musst mich retten. Aber dein Wunsch, mein dauerhaften Vermächtnis. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich kann nichts machen. Ja, du musst mir dann wahrscheinlich eine Menge ansagen. Oder ich komme jetzt in den nächsten Käfig. Dann hocken wir da und sagen, ich sehe was, was du nicht siehst. Okay. Sicke Musik. Nervt mich schon, dass ich mit der Kerze jetzt hier rumrenne. Wieder mal. Ich kann Hebel machen, hier ist auch eine Statue. Ich mache jetzt mal einen Hebel. Achso. Ist jetzt Pfeil nach links. Hast du irgendwas gesehen? Mal nochmal. Alex? Ja. Hast du gerade eine Figur? Hast du gerade eine Figur gedreht? Kann das sein? Weiß nicht, frag ich dich. Nö. Machen wir nochmal. Ich sehe nichts. Okay. Nächste Figur. Also ich höre was. Hier kann ich mich öffnen. Bedienen. Ich fahre runter. Ich bin runtergefahren. Oh, ich sterbe. Ich sehe dich übrigens. Wieso stirbst du? Erik? Ja? Wenn ich jetzt hier drücke, bewegen sich die Statuen. Das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. Das ist bestimmt irgendwas mit diesem Schalter, den du gerade hattest. Okay. Also ich kann auch nicht mehr machen als dieses Schalter. Du hast nur einen einzigen Schalter. Ne, warte mal, ich glaube, ich habe noch einen ganz anderen Gang. Warte mal ganz kurz, gib mir mal eine Sekunde. Was war das gerade? Achso, das war das Teil, wo du dich runtergelassen hast, ne? Ich hätte hier eine. Okay, ich habe hier anscheinend das gleiche nochmal. Ich bin jetzt auch am anderen Rad. Kann ich auch nicht bedienen. Ich habe hier eine Statue, da ist der Hebel kaputt, da kann ich gar nichts machen. Gibt es bei dir, wenn du da drückst, eine Statue, wo nichts passiert? Ich habe eine Statue, die komplett falsch. Sind viele komplett. Nee, eine, die komplett falsch ist. Das heißt, eine, die komplett falsch ist? Ja, die gucken alle in die richtige Richtung, nur eine nicht. Das ist der einzige Hebel, den du hast. Nee, kann hier halt die Statuen drehen. Drei Statuen, außer eine. Ja. An und aus kann ich die machen, sozusagen. So ein Pfeil nach links. Den mache ich auf links oder ich mache ihn auf rechts. Ich kann mal alle Statuen jetzt auf rechts drehen, oder? Du hast jetzt alle auf rechts drehen. Ich möchte jetzt alle mal auf rechts drehen, die ich drehen kann. Außer eine, weil die kann ich nicht drehen. So, jetzt sind gerade alle Statuen auf rechts. Also Pfeil nach rechts. Okay. Mach mal alle nach links. Okay, warte. Ich muss warten. Okay, wir haben es jetzt so anscheinend gelöst. Das war ich nicht. Also, ich habe noch nicht alle auf links gedreht. War jetzt Zufall. Thank you.
gedacht, die habe ich belebt hier. Diese, Magierin mit dem Dolch. The maze wielding knight somewhere to his left hand side. Nochmal was? The boar, also der Eber. Der Colt schwingende Ritter steht irgendwo zu linken des Ebers. Der was schwingende? Der keulenschwingende Ritter. Ja. Steht irgendwo zu linken des Ebers. Ja. Des Ebers, okay. Oh, warte mal, ich baue hier gerade Scheiße. Irgendwo zu linken des Ebers. Ich mache jetzt mal. Hast du den Drachen? Pass mal auf, siehst du mich hier gerade? Ja, hast du den Drachen? Ja, einen Drachen habe ich. Den Drachen links vom König. Ich weiß nicht, wer der König ist. In der Mitte. In der Mitte? Ich kann in der Mitte nichts hin platzieren. In der Mitte ist. Da ist der König. Und jetzt rechts davon, der Drache. Also hier, da wo du jetzt stehst. Ja. Drache ist dran. The knight closest to the king's left hand wields the sword. Der hammerschwingende Phönix steht irgendwo zur Rechten des Hirsches. Des Hirsches. Da geht's so. Phönix. Hier ist der Eber. Ich habe jetzt sitzt hier Eber. Nee, links. Links ist die andere Seite. Ich habe gerade spiegelverkehrt gedacht, aber es ist falsch. Ich denke, ich muss spiegelverkehrt denken, weil die alle in deine Richtung gucken. Ja, du guckst, du denkst richtig. Wenn da steht links, dann gehst du nach links. Der keulenschwingende Ritter steht irgendwo zu linken des Ebers. Ja, hier muss eine Keule hin. Hier, wo ich gerade bin, guck mal. Weil hier ist der Eber. Der ist links. Nee, zu linken des Ebers, hast recht, dann muss ich es ja noch andersrum machen. Hä? Wo mach ich jetzt den Eber hin? Ich habe keine Ahnung, du musst es wissen. Was steht denn? Stehen bei dir auch Sachen? Was steht denn da oben? The Knight. Nein, geh mal. The Knight. The Knight, hör mir zu. The Knight closest to the King's left hand side wields the sword. Das ist. Da stehe ich jetzt vor. Dann. The deer cannot be found at either end. Also der Hirsch alles ist... Das steht alles auf Deutsch. Der Hirsch ist auf keiner Seite zu finden. Also nicht am Ende. Der axtschwingende Ritter ist irgendwo zu seiner Rechten. Und der Drache befindet sich irgendwo zu linken des Königs. Der Drache ist also hier irgendwo. Okay, den habe ich jetzt hier. Da, wo du den Hammer hin hast anscheinend, diesen. Mach einfach, bitte. Ja. Okay, hilft gerade nicht. So, die Ritter an beiden Enden führen nicht den Hammer. Ja, haben wir schon. Der hammerschwingende Phönix steht irgendwo zur rechten Zwölf. Was ist das hier da? Der keulenschwingende Ritter steht irgendwo zur linken des Ebers. Alter. Ja, ich habe hier alle Schilder verteilt. Dann ist irgendwo ein Fehler.
Was steht oben links bei dir jetzt an dem Schild? Drache befindet sich irgendwo zu linken des Königs. Wo ist der Drache bei dir? Der Drache ist hier. Zu linken, das ist rechts. Wo ich hier stehe, ist links vom König. Wo du stehst, ist rechts. Du hast das alles komplett spiegelverkehrt. Das ist doch genau das, was ich gerade gesagt habe. Erik. Ja? Dreh die Schilde um. Die von rechts nach links rüber. Los. Also, es kommt jetzt hier der Hirschen. Easy! Hören wir doch einfach mal zu. Ich hab das Schwert, Bro. Ich warte einfach die Zeit ab. Was meinst du? Ach, na komm. Ich hätte die Zeit abgewartet. Oh, das ist ein hartes Ende, ey. Ich sterbe den Heldentod! Echt jetzt? Krass. Okay, krass. Krass. Ganz schön heftiges Ende. Krass. Okay, das ist, krass. Wir müssen es nochmal spielen. Ich muss dich nochmal wählen. Ich würde sagen, davon gibt es ja noch mal ein paar Teile, ne? Na, eins und zwei hast du doch gesagt, ne? Drei. Ich bin im Boot. Also ich bin mit dabei. Ach so, ich wollte gerade sagen, was bist du? Sehr schön. Krass. Krass, 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 krass. Das nimmt mich ein bisschen mit gerade. Was habt ihr getan? Zwei verflucht. Na toll.
Hab ich jetzt gerade nicht geschnallt, aber ist egal. Ja. Ist halt so. Sehr schön. Cool. Easy. So, was gibt's da noch für Achievements zu holen? Das ist ein ideales Game, Alex, dass man sich hier alle Erfolge holt, weil wir es ja schon haben. Verstehst du? Ist schon was? Weil wir ja jetzt schon alles da gemacht haben. Jedes Rätsel gelöst.